herzlich willkommen in der nächsten Folge von Mass Effect. Wir sind hier, hören schon, was Gabby und Daniel sagen, und Ken sagt, und dann... Alles grün auf der Anzeigetafel. Die vorderen Tanks sind rund und prall. Reden Sie von der Normandy oder von Miranda? Ich rede über die, die bedeckt und geschützt sind, nicht über die, die im Wind wippen. Ich weiß ja nicht. Die Uniform von Agentin Lawson ist schon sehr offiziell. Da geht bei mir automatisch alles in halb acht Stellen. Oh Mann. Sie sind so ein Macho. Es macht einfach nur Spaß, bei denen zuzuhören. Aber wir werden es schon nicht abgeben. Das machen wir dann später. Also wenn wir Tali und so haben, dann können wir den noch ein bisschen spielen. Oh ja, Said, stimmt ja. Ach, ja, gut. Hey, nicht anfassen. Das Gewehr ist älter als Sie. Ich nenne es Jesse. Das ist mein Glücksbringer. Dem Gewehr sind mehr Männer zum Opfer gefallen als dem skyllianischen Angriff. Der Tag, an dem ich es in Rente schickte, war der traurigste Tag meines Lebens. Ich würde alle meine Waffen für eine einzige Mission mit dem rostigen alten Ding hergeben. Ah. Gleichzeitig reden wir. Ach ja, das ist ein Modell der Verikan. Turianische Fregatte, ein tolles Schiff. Ich habe mal eine Mission geleitet, das Ding von innen heraus auszuschalten. Mit nur 5 Männern und ein paar Waffen. Keine Chance auf Erfolg. Aber wir haben es geschafft. Außer mir sind alle gefallen, habe also ordentlich abkassiert. Meine erste unmögliche Mission als Freiberufler. Hab seitdem viele gehabt. Aber das Gefühl, wie das turianische Schiff auf den Planeten kracht, ist immer noch einmalig. Ich denke gerade über vergangene Missionen nach. Haben Sie kurz Zeit? Sie könnten was lernen. Sie kennen Archangel also von früher? Interessant. Ich kannte viele, die den Auftrag angenommen haben, das Schwein zu töten. Ich hab's nie verstanden. Er und ich, wir hatten dasselbe Ziel. Viele tote Söldner, aber ein verdammt guter Scharfschütze. Und er hat überlebt, obwohl ihn die ganzen Omega-Söldner gejagt haben. Keine leichte Sache. Ich habe gerade überlegt, wie viele Cerberus-Agenten ich getötet habe. Nach 50 hatte ich keine Lust mehr. Ihr Unbekannter glaubt wohl an Vergebung. Ja. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Wunderschön, oder? Habe ich diesem kroganischen Warlord Gesag abgenommen. War vor ungefähr 17 Jahren Chef vom Bloodpack auf Omega. War nicht mal ein Job. Der Typ hat sich nur gedacht, er entführt einen Frachter, auf dem ich als Anhalter war. Großer Fehler. Ich habe Gesag zum Kampf Mann gegen Mann provoziert. Hab ihm die Beine weggefegt, mir seine Knarre genommen und jedes einzelne Bloodpack-Schwein umgelegt. Hab noch nie einen so erledigten Kroganer gesehen. Den Helm habe ich als Erinnerung an den Gesichtsausdruck aufgehoben. Ich sag mal ein bisschen mit weg. Tja, so kann man es auch machen. Wenn wir so weitermachen, ist der ganze Müll, ganze Weltraum voll. Ja, aber gut, weiter, das gehen wir erstmal weiter hier. Das Schöne ist, ich hab nächste Woche Urlaub, ey. Oh. Also wenn ich mal eine Woche ausschlafen. Oh, wir ziehen eine andere Rüstung an. Hey, ich hab eigentlich... Sonst du bis eigentlich bis jetzt... Das Kurs nur durchgearbeitet. Oder irgendetwas, oder? Ich hab ab und zu mal einen Tag meine Pause gehabt. Hab ich mal freigenommen. Aber das war... ich bin keine Lust auf die... Nee, wir machen was anderes. Ich hätte Lust, das anzuziehen. Wir lassen das da.
Aber die Terminus-Rüstung hat schon richtig geil aussieht, muss ich sagen. Also die zu tragen. Es hat genau getroffen. Es hat genau meine Farbe eigentlich. Schwarz und rot. So wie die Rüstung, wo wir jetzt haben. Auch schwarz und rot. Aber, ich finde halt, dass die Terminus-Rüstung bei einer weiblichen Shepard nicht wirklich gut aussieht. Muss ich leider so sagen. Dass sie die die Kollektorenrüstung sieht halt da besser aus. Ich weiß aber nicht, aber ich glaube, es gibt noch andere Rüstungen. Ich glaube, hier? Oder? Mass Effect 3. Dann müssen wir da mal schauen. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Wow. Das ist halt viel. Ist halt nichts. Ich lasse grüne Munition, lasse ich mal weg. Mach Gap-Shoot-Check, das ist das, was wir holen. Und dann. Für mich ist das okay. Ja. Haben Sie was zu berichten? Ne. Ich gehe dann mal. Weitergehen. Könnten wir mal schauen nach da unten, ob die da was haben, als die Watcher. Lustig wäre es. What the fuck? Das war einfach hinter mir drauf. Das Ende ist nah. Nein, das Ende ist nah. Beschwerden sind sinnlos, Mensch. Wir haben eine Seuche. Niemand kommt rein oder raus. Sie müssen mich reinlassen, ich wohne da drin. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Lady. Wenn Sie reingehen, werden Sie von den Wachen umgelegt. Das können Sie nicht machen. In dem Apartment ist alles, was ich besitze. Ich sagte doch, Sie sollen verschwinden, Lady. Wegen der Seuche steht der gesamte Bezirk unter Quarantäne. Keiner kommt rein. Ich bin ein Mensch, Sie Idiot. Menschen können sich nicht anstecken. Lassen Sie mich jetzt meine Sachen holen, bevor die Plünderer kommen. Fast jede Spezies ist davon betroffen. Wir gehen kein Risiko ein. Niemand darf rein, bevor das mit der Seuche nicht erledigt ist. Sie sagen also, die Slums sind komplett abgeriegelt? Endlich ein Mensch, der hören kann. Ja, genau das sage ich. Sie können mich nicht davon abhalten. Ich werde meinen gesamten Besitz verlieren. Ich tue Ihnen einen Gefallen, Mensch. In ein paar Wochen ist jeder in der Quarantänezone tot. Entweder wegen der Seuche oder durch die Gangs. Ich dachte, Omega hätte gar keine Gesetzeshüter oder sowas. Wer hat den Befehl erteilt, die Slums unter Quarantäne zu stellen? Gerade aus dem Transporter gestiegen, was? Aria T'Loc hat ihr das Sagen. Sie hat ihre kleinen blauen Finger in jedem Laden in diesem Bezirk. Und eine Seuche ist schlecht fürs Geschäft. Sie hat uns angeheuert, dafür zu sorgen, dass niemand die Quarantänezone betritt oder verlässt.
Es gibt in den Slums einen Salarianer namens Mordin Solus. Ich muss rein, um ihn zu finden. Der Doktor? Der Wahnsinnige hat hier im Bezirk vor ein paar Monaten eine Klinik eröffnet. Die Blue Suns waren darüber nicht sehr erfreut. Es heißt, Mordin versucht, mit der Seuche fertig zu werden. Ich wünsche ihm Glück dabei, aber deswegen bleibt das Gebiet trotzdem abgeriegelt. Unser Befehl lautet, abzuwarten, bis entweder die Seuche oder die Blue Suns alle erledigt haben. Und dann reinzugehen und sauber zu machen. Hören Sie zu, Sie sitzen hier fest, bis die Quarantäne aufgehoben wird. Das könnte Wochen dauern. Das Wichtigste ist, dass Sie das Problem schnell lösen. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich löse Probleme. Lassen Sie mich rein, dann bringe ich den Bezirk wieder in Ordnung. Wenn Sie glauben, Sie können das in Ordnung bringen, bitte sehr. Die Quarantäne dient ja eher dazu, Infizierte am Ausbrechen zu hindern. Ich gebe per Funk durch, dass Sie reinkommen. Moment! Mich halten Sie auf, aber die nicht? Sie Mistkerl! Sie haben keinen Granatenwerfer, Lady. Verziehen Sie sich! Eine Quarantänezone für eine Seuche, die Turianer befällt. Warum gehen wir nicht mal wohin, wo es schön ist? Es ist sicherer, bei einer Truppe zu bleiben, die immun gegen die Seuche ist. Nee. Es ist Ihre Entscheidung, Shepard. Wenn Sie mich brauchen, wird mich ein mickriger Husten nicht zurückhalten. Das ist Garrus. Wir nehmen Garrus. Und sieht. Mein Name ist Snibbly Snibbly. Snibbly Snibbly Duelli. Und es ist mal lädt. Das nächste. Immer die Schladerei. Ja, ja. Alles klar. Wechseln Sie. Element Zero. Wozu macht es eigentlich mehr Spaß? Sie müssen wir etwas von Shepard. Nicht schießen, Sie dürfen rein. Nicht schießen, Sie dürfen rein. Das wird ein Riesenspaß, das sage ich euch. Viel Glück da drin. Die Blue Suns und die Watcher schießen auf alles, was sich bewegt. Ja, dann. Der merkt es nicht einmal, dass ein Freund abgeknallt wurde. So ein Depp, echt. Steht dran, ist ein Freund abgeknallt, ey. Ich habe mich an den Geruch brennender Leichen gewöhnt. Ist vermutlich kein gutes Zeichen. Seuchenkontrolle, einfachste Version. Leichen auf der Straße zu einem Haufen zusammenschieben und anzünden. Er wollte sich durch die Wand graben. Hätte ich an seiner Stelle nicht versucht. Boah, das ist sehr einsam und langweilig gewesen, sag ich jetzt an. Ihnen ein Licht aufgeht. Zum Glück haben wir ein Kartenspiel. Zwei
Dreck halt. Bekloppte. Wer hätte das gedacht? Da hinten ist aber nichts, ne? Ach, das wäre so ein schöner Punkt, an dem ich zum Moos einsammeln konnte, aber nee. Leider nicht. Ein Mensch hätte ich mir denken können. Schlimm genug, dass sie uns mit dieser Seuche infiziert haben. Jetzt haben sie nicht mal den Anstand, auf meinen Tod zu warten, bevor sie mir meine Habseligkeiten stehlen. Kann man ihnen irgendwie helfen? Weg von mir, Mensch! Ihre Art hat schon viel zu viel angerichtet. Ihre Seuche hat mir das angetan. Und ihr heuchlerisches Mitleid ist nun der Gipfel der Erniedrigung. Diese Seuche ist nicht das Werk von Menschen. Aus ihrem Mund tropfen die Lügen wie das Blut aus meinen Wunden. Die Beweise sind doch für jeden offensichtlich. Ihre Spezies ist als einzige für das Virus nicht empfänglich. Sie und diese verdammten Watcher. Ich muss Mordin Solus finden. Menschen, die einen Sympathisanten der Menschen suchen. Hoffentlich brennen die Watcher diesen Mordin und seine Klinik bis auf die Grundmauern nieder. Ich hoffe, sie... Ich hoffe... Verdammt, sollen sie... Bleiben Sie bei mir. Das wird die Seuche zwar nicht heilen, aber es wird Ihnen erstmal helfen. Sie haben mir geholfen. Warum? Es ist mein Job. Ich weiß nicht, ob ich ein Heilmittel für die Seuche finde, aber ich werde es versuchen. Ihre Worte klingen aufrichtig. Vielleicht liegt's am Fieber. Aber wie Sie sagten, was habe ich zu verlieren? Was möchten Sie wissen? Wenn ich Mordin gefunden habe, erzähle ich ihm von Ihnen. Wenn er ein Heilmittel hat, sorge ich dafür, dass es jemand zu Ihnen bringt. Danke. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Aber wenigstens haben sie mir einen Hoffnungsschimmer gegeben, der die Finsternis meiner letzten Stunden ein wenig erhellen wird. Ich will nicht sterben. Was immer Mordin ist, ich will es riskieren, wenn er mich erreichen kann. Was macht Mordin schlimmer als den Tod durch die Seuche? Die Blue Suns wollten von ihm Schutzgeld erpressen. Er hat sie umgelegt. Er ist mit so einer Art Toxin betäubt und dann erschossen. Er ist mehr als ein Arzt. Ärzte richten keine Leute hin und stellen dann als Warnung die Leichen aus. Doch, Mordin. Warum sind Sie so überzeugt davon, dass die Menschen hinter diesem Ausbruch stecken? Die Seuche ist zu aggressiv, um ein natürliches Virus zu sein. Übertragung durch die Luft bei so vielen Spezies? Sterberate fast 100%. Sie muss aus einem Labor kommen. Und da die Menschen als einzige Spezies nicht betroffen sind, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Sind die Watcher nicht immun gegen die Seuche? Es könnte doch sein, dass sie das Virus verbreitet haben, um den Bezirk zu übernehmen. Watcher sind immun gegen Krankheiten. Eine von Menschen geschaffene Seuche würde sie nicht betreffen. Aber wenn die Watcher die Seuche entwickelt haben, wieso erkranken dann die Menschen nicht daran? Außerdem sind die Watcher nicht schlau genug, um so ein Virus zu entwickeln. Sie sind Aasgeier. Tut mir leid, Mensch. Sie glauben es vielleicht nicht, aber alle Beweise deuten auf Ihre Spezies hin. Ich muss Mordin Solus. Er hat eine Klinik am anderen Ende des Bezirks. Er nimmt Flüchtlinge auf und hilft allen, die mit der Seuche infiziert sind.
Ich hatte bisher Angst, zu ihm zu gehen. Er ist gefährlich. Aber vielleicht kann er wirklich helfen. Sie sprachen vorher über die Watcher. Vor der Quarantäne haben die Blue Suns den Bezirk kontrolliert. Aber als die Seuche große Teile von ihnen dahingerafft hatte, kamen die Watcher. Die Blue Suns kämpfen um ihr Revier. Aber wenn die Seuche sich weiter so ausbreitet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Watcher die Oberhand gewinnen. Ich muss jetzt gehen. Leben Sie wohl, Mensch. Jo, tschö. Ist es wirklich so heiß hier drin, oder ist es... Oh, das ist gar nicht gut. Doch, doch. Alles in bester Ordnung, Girls. Alles in bester Ordnung. Er hat gesagt, du musst mit in die Hölle gehen. Also, hier sind wir. Ja. Mal sehen. Sehen wir alles, wenn es soweit ist, ne? Aber ich glaube nicht. Real. Feinde! Gehe in Deckung! Gehe in Deckung! Volle Deckung! Los geht's! Räumt's mal da oben auf. Guter Schuss! Und unten bleiben! Anvisiert und umgenietet! Papapil! Mädels, kommt sie? Wir sind gleich da. Viva Colonia, ja, die sind gleich da. Ah, ich bin schnell da. Ich habe einen Turianer dabei, was ist mit ihm? Seit Ausbruch der Seuche sind die Blue Suns hinter uns her. Sie bringen genauso viele Leute um wie die Krankheit. Deswegen schneit. Warum sind die Blue Suns hinter ihnen her? Wir haben nichts getan. So ziemlich jeder im Bezirk, der kein Mensch ist, will uns tot sehen. Sie glauben, wir hätten die Seuche verursacht. Menschen werden nicht krank und das reicht ihnen als Beweis. Niemand weiß, wie viele von uns sie schon erwischt haben. Sie sollten lieber die Watcher unter die Lupe nehmen, nicht uns. Denn seit dem Ausbruch der Seuche übernehmen die Stück für Stück das Revier der Blue Suns. Sie sagten, die Watcher wären direkt nach Ausbruch der Seuche gekommen? Direkt nachdem der Bezirk unter Quarantäne gestellt wurde. Watcher sind immun gegen Krankheiten, also konnte ihnen nichts geschehen. Keine Ahnung, wo sie herkamen. Bis dahin gab es hier nur wenige Watcher. Es sah so aus, als wären sie auf diese Situation gut vorbereitet gewesen. Aber keiner glaubt, dass die Watcher schlau genug wären, um so ein Virus zu entwickeln. Die Blue Suns brauchen einen Sündenbock. Und da kommen wir gerade recht. Sie sagten, die Watcher hätten das Revier der Blue Suns übernommen? Sie haben es versucht. Aber so leicht geben die Blue Suns nicht auf. Die Seuche hat sie geschwächt. Aber sie haben immer noch genug Feuerkraft, um einen Teil ihres Reviers zu verteidigen.
Die Turianer werden zurückgedrängt. Je tiefer sie in den Bezirk kommen, desto mehr Watcher werden sie sehen. Natürlich nur, wenn die sie nicht zuerst entdecken. Na dann. Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Wann hat das alles angefangen? Die ersten Fälle gab es vor ungefähr 2 Wochen. Niemand hat groß darauf geachtet, bis die Epidemie losbrach. Es dauert etwa 1 Woche bis zum Tod. Aber die Seuche verbreitet sich sehr schnell. 3 Tage nach dem ersten Opfer gab es schon über 50 Fälle. Plötzlich fiel allen auf, dass Menschen nicht krank wurden. Als nächstes kam die Quarantäne und dann brach die Hölle los. Wissen Sie, wie die Opfer sich angesteckt haben? Nicht genau. Vermutlich über die Luft. Aber selbst als die Blue Suns die Opfer in ihren Apartments eingeschlossen hatten, breitete sich die Seuche weiter aus. Jetzt werden die Opfer einfach niedergeschossen und auf der Straße verbrannt. Scheint aber trotzdem nicht zu helfen. Die Leute sterben weiter zu Dutzenden. Erzählen Sie mir mehr über die Blue Suns. Sie sind eine Söldnertruppe, hauptsächlich Turianer. Sie haben früher diesen Bezirk beherrscht und hielten alles ordentlich und stabil. Jedenfalls zum größten Teil. Wer seine monatlichen Schutzgelder bezahlte, hatte auch wirklich seine Ruhe. Sie haben auch gar nicht so viel verlangt, zumindest nicht für die Verhältnisse auf Omega. Und dann brach diese verdammte Seuche aus, überall Tote. Als nächstes kam die Watcher. Die Blue Suns verloren die Kontrolle und der gesamte Bezirk wurde zum Kriegsgebiet. Ich muss Mordin Solus finden. Ach ja, der hat eine Klinik auf der anderen Seite des Bezirks. Er soll jetzt Flüchtlinge aufnehmen. Er versucht, den Seuchenopfern zu helfen und bietet Schutz vor den Suns und den Watcher. Na klar, ein Arzt mit Militärmax, der den Leuten umsonst hilft. Auf Omega. Wir sind doch nicht bescheuert. Sie halten wohl nicht sehr viel von dem Doktor und seiner Klinik. Die Watcher wollten seinen Laden übernehmen. Er hat sie alle niedergemäht, einfach so, pop, pop, pop. Er musste nicht mal seine Max einsetzen. Dann hörten die Blue Suns, dass er Menschen Zuflucht gewährte und wollten die Klinik niederbrennen. Er hat sie auch umgebracht. Dann ging er wieder rein und hat weitergearbeitet. Eiskalt. Salarianische Spezialeinheit oder sowas. Sie können nicht in diesem Apartment bleiben, das ist eine Todesfalle. Bei Mordin haben Sie wenigstens eine Chance, das Ende der Quarantäne zu erleben. Sind Sie wahnsinnig? Das würden wir niemals schaffen. Auf den Straßen wimmelt es von Blue Suns und Watcher. Und wir haben nicht mal Pistolen. Außerdem setze ich mein Leben nicht für das Gerücht aufs Spiel, dass ein Salarianer mir Zuflucht gewährt. Ich weiß, dass Sie Angst haben, aber Ihre einzige Hoffnung besteht darin, es bis zu Mordins Klinik zu schaffen. Mich werden die Blue Suns und die Watcher beschießen. Deshalb kann ich Sie nicht mitnehmen. Eines verspreche ich Ihnen. Ich tue mein Möglichstes, um Ihnen einen Weg freizuräumen, damit Sie mir folgen können. Es ist riskant, aber ich sehe für Sie keine andere Chance. Okay. Sie haben recht. Wir schaffen es auf keinen Fall, wenn wir hier bleiben. Wir müssen es versuchen. Wir warten hier eine Weile und geben Ihnen Zeit, um den Weg freizuräumen. Dann brechen wir auf zu Mordins Klinik. Wenn wir Glück haben, treffen wir uns ja vielleicht dort. Jo. Bis dann. Auf jeden Fall stürmen wir. Oh. Ah ja, das ist Feuer. Das ist wertvoll. Hier verrecken einfach alle. Alle. Auch, ne? Oh, ich habe auf den falschen gezielt. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Ah!
Schnauze da unten. Shit. Leg dich hin und bleib ruhig. Eure Schlagschuss ab! Jetzt im Gebiet der Watcher. Die Blue Suns haben viel Boden verloren. Ich frage mich, wie lange sie noch durchhalten. Gesagt, wir haben die Sachen gefunden. Sie gehören uns. Ah, vergessen Sie es. Hier liegt nur Müll rum. Ist ja schlimmer als das letzte. Was machen Sie in diesem Apartment? Haben Sie diesen Turianer getötet? Was? Der Typ, der auf dem Boden? Nein, um den hat die Seuche sich gekümmert. Wir machen nur eine vollständige Bestandsaufnahme seiner weltlichen Güter. Die Toten bestehlen? Das ist ziemlich niederträchtig. Wozu die Aufregung? Die werden nichts davon vermissen. Wir beweisen hier lediglich ein wenig Unternehmergeist. Die Seuche betrifft Menschen nicht, also können wir doch einen Vorteil für uns rausschlagen. Außerdem, wenn wir es nicht nehmen, holen sich's die Watcher oder die Blue Suns. Besser wir als die, oder nicht? Schluss mit der Plünderei. Sonst? Wollen Sie uns erschießen? Ja. Diese Seuche wird nicht ewig dauern. Wenn die Blue Suns zurückkommen, wird es sie nicht freuen, dass sie ihre Wir plündern. Naja, vielleicht finden Sie es ja nicht raus. Schließlich gibt es keine Zeugen, die es Ihnen stecken könnten. Sind der Kram von einem toten Turianer und ein paar Credits das Risiko denn wirklich wert? Wir wollten nur ein bisschen schnelle Kohle machen, aber so wie Sie es darstellen, war es wohl doch keine gute Idee. Wir haben sowieso kaum was Wertvolles gefunden. Vermutlich haben Sie recht. Es ist die Mühe nicht wert. Kennen Sie einen Salarianer namens Mordin Solus? Ja, den kenne ich. Hat eine Klinik gleich hier um die Ecke. Wenn Sie dahin wollen, brauchen Sie jede Menge Munition. Dort wimmelt's nur so von Blue Suns und Watcher. Was können Sie mir sonst noch über die Seuche erzählen? Weiß nicht, hat vor einer Woche oder so angefangen. Die Aliens sind an allen Ecken umgekippt. Dann wurde der Bezirk unter Quarantäne gestellt. Es war klar, dass wir für uns selbst sorgen müssen. Also haben wir ein paar Apartments durchstöbert und mitgenommen, was wir tragen konnten. Es schien uns eine gute Idee zu sein. Wir haben wohl nicht gründlich genug darüber nachgedacht. Ach, echt jetzt? Was wissen Sie über die Watcher? Die Blue Suns haben sie immer in Schach gehalten. Aber seit so viele Suns krank wurden, arbeiten die Watcher daran, den Bezirk zu übernehmen. Keine Ahnung, wer am Ende die Oberhand behält. Wir jedenfalls halten uns aus der Nummer raus. Erzählen Sie mir alles, was Sie über Mordin Solus wissen. Der Typ ist verrückt. Er verbindet dir umsonst eine Schusswunde, aber wenn du ein paar Schmerztabletten abgreifen willst, tritt er dir in den Arsch und wirft dich raus. Mal ehrlich, Mann. Das war doch zu erwarten. Er ist mehr als ein Arzt. Kein Arzt erledigt so souverän eine ganze Einheit der Blue Suns. Ich weiß nur eins. Wenn Sie in seine Klinik gehen, sollten Sie besser keinen Ärger machen. Doch. Die Blue Suns kontrollieren diesen Bezirk, richtig? Das haben sie, bevor die Seuche die Hälfte von ihnen ausradiert hat. Jetzt dauert es wohl nicht mehr lange, bis die Watcher ihnen den Rest geben. Mir tut's irgendwie leid, dass sie untergehen. Die Blue Suns haben den Bezirk mit harter Hand geführt, aber meistens war wenigstens Ruhe. Wir müssen gehen. Natürlich. Wir bleiben nur eine Weile hier und ruhen uns ein bisschen aus. Keine Sorge, sie haben sich klar genug ausgedrückt. Wir werden nichts stehlen. Ich hasse Plünderer. Es gibt viele Plünderer, die haben richtig viele alte Schätze von unserer Kultur und unserer Geschichte. Egal, ob das in Deutschland oder in Ägypten oder was weiß ich wo. Es gibt so viele Sachen, wo sie einfach nur so geklaut haben. Und das ist eigentlich richtig schade. Die ganze Kultur ist dann dafür im Arsch.
Also nicht so, dass du das nicht mehr finden kannst. Hast du verloren, du kannst nichts mehr rekonstruieren, gar nichts mehr. Ist einfach alles für den Arsch. Also alles weg und gar nichts mehr. Das ist echt mies sowas. Wir konnten bestimmt das eine oder andere von unserer alten Zeit lernen. Stimmt, da waren bestimmt coole Sachen damit dabei. Aber so? Alles für den Arsch. Aber was will man machen? Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Mechs anlegen. Die Blue Suns wussten, dass man sich mit Professor Solos besser nicht anlegt. Aber bei dem Watcher bin ich nicht so sicher. Ich hoffe, wir können hier bis zum Ende der Quarantäne durchhalten. Unsere Vorräte gehen schon langsam zur Neige. Keine Dummheiten, sobald sie in der Klinik sind. Außer sie wollen sich mit den Mechs anlegen. Hier ist alles sauber. Morden muss hier irgendwo sein. Reden Sie mit ihm. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Tut mir leid. Für Plaudereien habe ich keine Zeit. Sie sollten lieber Morden finden. Diese Klinik ist eine Zuflucht. Wenn Sie Ärger machen wollen, gehen Sie besser woanders hin. Auf unserem Weg hierher haben wir Menschen gesehen, die Apartments der Toten geplündert haben. Mir ist richtig schlecht geworden. Ja, nicht nur dir. Morden hat mir das Leben gerettet. Ich schulde ihm alles. Professor, uns geht das Cefoxidin aus. Nehmen Sie Malanarin. Davon ist genug da, das ist fast genau. Dann bei Batterianern zu kämpfen. Daher zusammen mit gutem Malanarin. Schwer zu kriegen. Teuer in der Massenherstellung. Warum nicht Heptachor? Zu instabil. Ergebnisse nicht verlässlich. Demozan ist die bessere Lösung. Nein, Demozan ist für Menschen giftig. Also, keine Option. Keine Option. Oh, das wird echt lustig mit Morden. Eieiei. Professor Morden Solus? Turianer Physiologie nach einfachem Immunsystem verstärker belastbarer. Müsste es jetzt schaffen. Jetzt, Grüße. Mensch, bin neugierig, nicht einheimisch, zu gut bewaffnet für Flüchtlinge, keine Söldneruniform. Quarantäne besteht immer noch. Aus anderem Grund hier. Watcher? Beseitigung? Unwahrscheinlich. Watcher nur Symptom, nicht Ursache. Die Seuche? Untersuchung möglicher Biowaffe? Nein, zu viele Waffen, zu wenig Gerätschaften zur Datensammlung. Soldaten? Keine Wissenschaftler. Gedungene Mörder vielleicht? Auf der Suche nach jemandem? Ja. Nur die Ruhe, Morden. Ich bin Commander Shepard und ich habe nach Ihnen gesucht. Ich bin mit einer sehr wichtigen Mission betraut und brauche Ihre Hilfe. Mission? Was für eine Mission? Nein, zu beschäftigt. Klinik unterbesetzt. Seuche breitet sich zu schnell aus. Wer schickt sie? Eine geheime und privat finanzierte Gruppierung der Menschen. Hier wegen Seuche? Befällt Menschen nicht. Interesse hat mit Menschen zu tun. Nur wenige Menschengruppen kennen mich. Ausrüstung stammt vermutlich vom Militär, kein Allianzstandard. Spectres sind nicht menschlich. Doch. Korkenland ist zu instabil. Es gibt nur eine Option. Cerberus schickt sie. Unerwartet. Sie sind sehr gut informiert. Woher kennt ein salarianischer Wissenschaftler Cerberus? Wege haben sie schon gekreuzt. Dachte, sie arbeiten nur mit Menschen zusammen. Verwicklung von Turianern überraschend. Beziehung zu Menschen angespannt. Unwahrscheinlich, dass sie einer Organisation der Menschen helfen. Bei dieser Mission geht es um weit mehr als die Interessen der Menschen, Professor. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um die Kollektoren zu besiegen. Kollektoren? Interessant. Seuche in den Slums wurde künstlich hergestellt. Kollektoren, eine der wenigen Gruppen mit dazu nötiger Technologie, haben vielleicht ähnliche Ziele. Aber muss erst Seuche aufhalten. Habe bereits Heilmittel, muss es verteilen über Umweltkontrollzentrum. Wird von Watcher bewacht. Müssen ausgeschaltet werden. Ich übernehme das und kümmere mich um die Watcher. Das war kein schönes Geräusch. Die Watcher haben die Umweltsysteme abgeschaltet. Sie wollen alle töten. Wieder einschalten, unbedingt notwendig. Sonst erstickt der ganze Bezirk. Hier, nehmen Sie Heilmittel für Seuche. Dazu als Vertrauensbonus Waffe von toten Söldnern der Blue Suns. Könnte sich gegen Watcher als praktisch erweisen. Eines noch. Daniel, einer meiner Assistenten. Er ging ins Revier der Watcher, um nach Opfern zu suchen. Ist nicht zurückgekommen. Wenn ich ihn sehe, tue ich mein Möglichstes, um ihm zu helfen. Danke. Sagte ihm, er soll nicht gehen. Aber er ist klug. Hat eine große Zukunft.
Ich habe in der Nähe des Eingangs zu diesem Bezirk ein batarianisches Seuchenopfer gefunden. Können Sie ihm Hilfe schicken? Riskant. Lusans und Vorta kämpfen noch. Bezirk nicht sicher. Mal sehen, was ich tun kann. Was können Sie mir über die Seuche sagen? Fortschrittliche Entwicklung. Hatte Kollektoren schon vorher im Verdacht. Zweck vermutlich experimentell. Zerstört Atmungsorgane und führt zu schädlichen genetischen Mutationen. Es ergibt Sinn, die Menschen auszuklammern. Unnötig menschlichen Genen Mutationen aufzuzwingen, nur um Varianzen zu überprüfen. Unnötige Mutationen? Wovon reden Sie da? Mögliches Ziel des Virus. Teste machbare Mutationen bei verschiedenen Spezies. Schrecklich, aber plausibel für die Kollektoren. Menschen haben genetische Vielfalt, größer als bei anderen intelligenten Spezies. Sinnvoll, sie als Kontrollgruppe einzusetzen. Was wissen Sie über die Vorta? Feige, opportunistische Raubtiere. Ohne taktisches Denken. Eigentlich nicht aggressiv. Ausmaß des Angriffs ungewöhnlich für sie. Vermute, dass Vorta für Kollektoren arbeiten. Ausbreitung der Seuche, Sammeln von Daten. Bisher kein Beweis, aber Theorie passt zu Indizien. Haben Sie eine Idee, wo ich Daniel finde? Nein. Infizierte Batarianer sollen hinter den Vorta-Linien eingeschlossen sein. Daniel wollte ihnen helfen. Habe ihn davor gewarnt. Zu gefährlich. Die Patienten hier brauchen ihn. Hat sich trotzdem weggeschlichen. Wollte ihn selbst suchen, kann aber die Klinik nicht verlassen. Muss mich um die Patienten kümmern. Hatten Sie Ärger in der Klinik? Nichts Schlimmes. Blue Suns wollten Menschen holen. Haben gedroht. Habe sie beseitigt, bevor die Lage eskalierte. Für einen Arzt bleiben Sie erstaunlich ruhig, wenn Sie erzählen, dass Sie eine Gruppe Söldner ausgeschaltet haben. War nicht immer Arzt. Habe bei Special Task Group der Salarianer gearbeitet. Kann auf mich selbst aufpassen. Das ist der Vorteil, wenn man Salarianer ist. Turianer, Kroganer, Vorta sind alle offensichtliche Bedrohungen. Mich sieht niemand kommen. Ja, das stimmt allerdings. Los, zur Umweltanlage. Ja, gut. Energieversorgung wiederherstellen, Heilmittel freisetzen. Werde bei ihrer Rückkehr hier sein. Oh Mann, Morden. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, was ist für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Woche geht es natürlich weiter. Und ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen. Also, aktiviert die Glocke, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns.